Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest Teil 25. Ja, ich habe mir jetzt gerade noch ein bisschen was zum Essen gegönnt und was zum Trinken. Wir sind jetzt randvoll, können losmarschieren und gehen ab Richtung dem nächsten Ausrufezeichen. Wobei wir dann auch gleich bei uns in der Heimat vorbeikommen. Es ist natürlich die Frage, ich meine, das ist jetzt das 25. Video. Wir sind dann auf dem Weg zum wirklich letzten Teil. Also die Goldrüstung, wenn wir die haben, ist das Spiel eigentlich im Prinzip schon fertig. Weil, wenn wir in den Bunker dann noch einmal reingehen, da wo wir das letzte Mal drin waren, in den letzten, und da könnten wir theoretisch dieses Spiel beenden. Jetzt ist natürlich die Frage, mache ich dann weiter und baue ein bisschen Base, oder aber machen wir einen Cut rein und verdammt nochmal, hier ist ein Kreuz. Das ist natürlich... Ja, und wenn wir schon mal da sind, ne? Hat er natürlich wieder mal nichts da gelassen. Ne, haben wir genug. Okay, in Ordnung. Dann lassen wir das. Aber immerhin haben wir eins gefunden. Das ist doch mal fein. So, wir gehen weiter Richtung Ausrufezeichen. Beziehungsweise Richtung Heimat. Ich würde es mal interessieren, ob die Fotzeköpfe, ohne ob die mir irgendwie was kaputt gemacht habe. Anscheinend nicht. Warum zum Geier habe ich eigentlich die Tür nicht zugemacht? Tag der offenen Tür oder was? So, da muss man ja nur neilaufen, stimmt. Alla. Nichts frei. Also ich kann nirgendwo mehr was hinlegen. Das ist natürlich echt hart. Ah! Okay. Gucken wir mal, was wir eventuell mal loswerden könnten. Oh, mal den weg. Dort tun wir mal weg. Die blöde Ding brauchen wir nicht. Das behalten wir. Das lösen wir einmal den. Den Scheiß tun wir einmal weg. Was ist das? Ein Golfball. Aha. Cool. So, ein paar Glühbirnchen noch. Nur 4. So, Leiterplatte haben wir auf 4. Was ist das? Draht 25. Ja, da schmeißen wir auch mal noch ein paar dazu. Das kommt, was ich mit so viel Zeug will, so haben wir. Passt. Geh schließen. Gut. Jo! Sieht doch schon immer ganz nice aus. Ich wollte gerade mal gucken. Haben wir noch irgendwas zum Braten? Nö, ne? Das
Uns ist was Mems sind diese blöde Speckdinger da. So, die hätte mal jetzt einmal los. Wir haben mal brutal viel von den Dinger da. Also das ist ja echt der Wahnsinn, also. Kelvin ist da hinten und wir müssen. Darüber. So. Dann laufen wir mal in Richtung Ausrufezeichen. Was auch immer da ist. Das könnte natürlich dieser eine Bunker-Eingang sein. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Da ist die Höhle. Da müssen wir aber nicht wirklich rein. Ich glaube, das war dieser Nahrungsding da, ne? Klar, wir können da unten rein und was zum Essen holen, aber ich habe so viel Zeug. Von daher, scheiß drauf. Die Frage ist nur, was zum Geier ist das eigentlich? Ich glaube, wir haben hier irgendwas gefunden. What the hell? Ne, das sind wir ein bisschen zu viel. Die lassen wir mal links liegen. Definitiv lassen wir die links liegen. Ja, jetzt kein Lust auf Streit. Stress. Mord und Totschlag. Da scheißen wir mal drauf. Ich will wissen, was das ist. Da vorne sind zwei Zelte. Oder was ist das? Ja. Tatsache. Ja, also wenn wir schon mal da sind, ne? Uns mal einen schönen Schluck genehmigen. Sauer, noch mehr Flintenschuss. Jo Mann, 9 mm. Dann speichern wir gleich einmal, wenn wir schon da sind. Armbanduhr, was bringt mir diese Armbanduhr? Fakt ist, wir sind kurz davor. Dieses Ding fängt an zu piepsen, das ist mir nur gut aufgefallen. Irgendwas muss hier sein. Hab's gefunden. Ich sag da, wenn du dich nicht verpisst, bist du bald Geschichte. Moment mal. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Das ist genau das
hier bekomme. Das ist jetzt natürlich der Oberbrüller, ne? Klappen ausprobieren, das Gerät. Wie geil ist dann das, ey? Ansonsten hat er ja leider nichts mehr. Ja, was ist er? Ach so. Munition einstellen auf Schrotkugeln. Okay. Das ist jetzt natürlich mal richtig nice, ne? So, da können wir mal. Wenn ich das jetzt mal so ganz angucke. Also, wir haben alles angeguckt. Wir gehen jetzt erstmal wieder Richtung Heimat. Die Munition muss ich mir jetzt natürlich aufheben, weil ich da in der Höhle-Ding, das ist natürlich absolut hardcore. Ne? Also, da wird mal einiges über den Weg laufen. Von daher bin ich echt froh um jede einzelne Kugel, was ich da jetzt kriege. Von daher. Oh, Kelvin hat den Berg passiert. Der ist ja richtig schnell, der Kerl. Dann hätte ich gesagt, wir machen gar nicht lang rum. Wir gehen. Das war. Das muss die da sein, glaube ich. Oh nein, die da oben ist es. Also müssen wir Richtung Kelvin laufen. Okay. Laufen wir mal Richtung Kelvin. Kommen wir dem Bubi mal entgegen. Wird schon wieder dunkel oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, wir gehen erst einmal in die Heimat und schlafen erst einmal. Ja, machen wir das. Gehen wir erst einmal Richtung Heimat und legen uns erst einmal hier und schlafen. An die Höhle können wir dann immer noch laufen. Oh, was ist das? Mitten im Nirgendwo? So, da hinten müsste es jetzt eigentlich sein, ne? Jawohl! Trautes Heim! Ach du Scheiße! Wo zum Geier? Den. So. Hab ich zwar jetzt 4 Schüsse verbraucht, aber mein Gott. Diese Dämonen, ne? Da hätte ich eigentlich ja das Kreuz nehmen können. Das hätte ich wohl nicht eigentlich auch mal ausprobieren. Nun ja. 2 Schuss mit der Pumpgun.
Gleich mal her mit der Rüstung. So, Nummer 3 hat sich selber umgebracht. Braves Kerlchen. Ich glaube, ich muss mich echt schon wieder schlafen legen. Ne? Das ist doch echt zum Heulen. Oh, oh mal ein Nickerchen. Kann ich jetzt nicht. Dann warten wir noch ein bisschen. Bin gerade am Überlegen, ob wir uns vielleicht eventuell, wenn wir sowieso gerade schon ein bisschen warten müssen, nicht einfach noch ein bisschen Holz machen für unsere Base. Ach stimmt, ich habe hier Kettensäge. Stimmt ja, ich habe eine Kettensäge. Das ist natürlich richtig nice. Ne, warte mal, G ist das, ne? Ja. Das müssen wir dann echt einmal ausprobieren mit der Kettensäge. So jetzt eigentlich gerade nicht, aber egal. Was liegt, liegt. So. Du hast Hunger? Wieso habe ich Hunger? Ach so, ich habe ja gerade geschlafen, ne? Genau. Da war ja was. Gut. Stell die nicht so. So, probieren wir das mal aus mit der Kettensäge. Wo ist meine fucking Chainsaw? Jawohl. Jetzt wird's geil. Das ist ja mal ein Wort, ne? Durch wie Butter. Läuft, oder? Läuft.
Oh, da fehlt auch noch einer, guck. Gerade am Überlegen. Na ja, gut, das liegt alles da an der. Das war ja mal gar nichts. Müsste man eigentlich mit dem Schlitten herkommen. Normalerweise. Aber. Was soll der Scheiß? So, jetzt wird es ja langsam dunkel. Das heißt, wir legen uns dann jetzt gleich wieder schlafen. Dann haben wir vielleicht endlich mal ein bisschen mehr Energy. Da ohne auf dem Feldchen hier, wo es für Schlafen angeht. Sag mal, wo ist eigentlich mein Freund Kelvin? Wenn ich das mal so fragen darf. So ganz, ganz dezent mal fragen darf. Ich glaube, wir fahren mit dem Schlitten raus. Geht schneller. Vektor! Mal gucken, ob da noch irgendwo zwei rumfliegen. Schaut nicht danach aus. Dann nehmen wir den vorne. Ach, guck an, wer kommt denn da? Mein Freund Kelvin. Ja, wenn wir schon mit dabei sind, machen wir gleich weiter.
Wisst ihr, was mich eigentlich mal interessieren wird? Wenn ich da innen drin jetzt zum Beispiel den Stamm wegnehme, da fällt mir der ganze Scheiß dann wieder ein oder all zusammen oder wie ist das? Keine Ahnung. Moin, Kelvin. So, haben wir was, Alter, ne? Viel sonst nicht mehr. So. Dann hätte ich gesagt, wir speichern das mal ab. Schlofe kann ich noch nicht. Finde ich scheiße. Mal gucken, ob der Bubi was schaffen will. Was ist das? Achso, das ist der Stein. Hol. Stämme. Und lass fallen. Da mal wieder was schaffst, Kerl. Ab. Ich glaube, da könnte man auch wieder mal ein bisschen hinstellen. Da haben wir nichts zum Hinstellen. Mein Lacher sieht relativ gut aus. Schlürfen kann ich nicht. Sauerei. Ich habe gedacht, es reicht vielleicht, wenn man ein bisschen was schafft, dass man dann dementsprechend dann vielleicht. Naja, wie auch immer. Aber anscheinend muss man eine gewisse Zeit warten mit dem Schlafen. Finde ich absoluter fucking Bullshit. Überlege, wenn der. Jawohl, guck doch hier, der schafft wieder wie ein Tier, der Kerl. Jetzt soll das mal alles schön innen drin reinschmeißen, das passt schon. Ich schnapp mir mein Wahnsinnswegelchen hier. Und mach hier mal einen Kahlschlag. Dazu brauche ich meine fucking Kettensäge, die hier nicht abgebildet ist. Finde ich echt nice. So, Kelvin, ich zeige dir mal, wie das geht. Pass mal auf. So macht man das. Rollt runter, wunderbar, perfekt, genauso wollte ich das. Läuft, oder? Mit, die fliege hier auch runter.
Leck mich doch am Arsch. Sieht das gut aus, hä? Läuft bei mir. Come on, Kelvin. Du bist der Geilste. So. Ach, du Idiot. Naja, was soll's. Egal, ich mal müsse die Dinger auch mal da oben drauf. Von daher scheiß die Wand an. Was soll der Mist? Ich glaube, das wurde der fast der letzte. So, jetzt haben wir zumindest schon. Nein, da fehlt auch noch einer. Da. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Das heißt, wir können jetzt dann auch mit dem Ding dann schon anfangen. Doppel der Kiefer ist der. Vier Stück oder Kohle. Leck mich am Arsch, ey. Jetzt bin ich aber fertig. Da holt er vier Baumstämme und dann hockt er sich hier in der Pause. Das muss ich schon mal vorstellen. So eine faule Socke. Genau, seh zu, dass du Holz holst, Affe. Machen wir die Sache ein bisschen einfacher. Weil da ganz dahin sind, gerade habe ich gesehen. Der wird nicht vergessen. Da machen wir dann natürlich überall noch Fenster neu, das ist ja selbstverständlich, ne? Sein. Da, da. Guck, die faule Socke. Ey, zwei Stück, ey, anstreng dich nicht, Kerl, gell? Ja. Hat doch schon was, ne? Also, so ist es ja nicht, ne? Naja,
holen wir gleich die nächste Fuhr. Seh zu, dass du Stemm holst, du Affe. Hau ab, sonst bist du hier. So. Ich weiß nicht, ob der Kelvin so schlau ist, wenn ich noch einmal so ein Waren mache, ob der denn dann benutzen tut. Das ist die andere Frage. Also ich glaube nicht, dass der so gescheit ist. Scheint heute wieder was geholt. Schauen wir mal. Ein Scheiß heute. Faule Socke. So, schönes kleines Fensterchen. Mein Freund Kelvin. Überall nur nicht da, wo er hin soll. Lass mich raten, der hockt da unten? Auf der Bank? Nein, der ist unterwegs. Respekt, Kelvin. Vielleicht hält der doch Holz. Ich glaub's zwar nicht, aber man kann ja mal hoffen. Hier hinten waren noch 3-4 Bäumstämme. Die nehmen wir natürlich auch mit. Drei, vier ist gut, ja. Doch, tatsächlich. Da mache ich auch noch zwei. Da leid auch noch einer. Noch irgendwo. Glaub nicht. Mal gucken. Da noch irgendwas rumliegt. Na, das ist nix. Da läuft keiner. Da hinten ist keiner runter, klar. Ja, wenn wir schon mal da sind. Kleiner was zum Das hat auch schon mal mehr gebracht, kann das sein? Gut. Voll.
sind zwar nur 6 Stück, aber ach meine Fresse, was soll's. Sehe ich jetzt mal nicht so eng. Hey, Kelvin hat 2 Baumstimmgold. Perfekto. So, anscheinend hat Bubi, nein hat er nicht, das ist eine faule Sorge, gell, das ist unglaublich. Ja, diese kleinen Dinger lassen wir jetzt mal, ich würde sagen, wir speichern hier ab. Und, mache hier einen Cut, ne, weil ich mir eben schon über knapp 43 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, würde mich richtig freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und ich glaube, wenn wir dann geschlafen haben, weil es ist bald jetzt wieder so weit, dass wir schlafen könnten. Ja, wir können schlafen. Das machen wir jetzt auch. Es ist stockdunkel, das ist natürlich nicht toll. Warte mal, wenn ich jetzt mal... Ah ja. Wenn ich das jetzt so guck. Hm. Doch, da schon irgendwo angefangen, ne? Na gut, da hauen wir den. Oben drauf. Ja, schlafen können wir jetzt im Moment gerade nicht. Ja, dann machen wir hier jetzt definitiv erst nochmal einen Cut, nein, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, macht einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann geht's dann, wenn's hell ist, Richtung Höhle, Richtung goldener Rüstung. Und wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. Ansonsten sage ich hier an dieser Stelle ciao mit L, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.